Ich habe meine Haare heute nicht geglättet, deswegen sehe ich ein bisschen aus wie ein 80er. Dazu das Hawaii-Hemd. Ist jetzt ein neuer Style. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Eule YouTube-Kanal. Ich bin Nastja, falls ihr mich noch nicht kennt und falls ihr neu hier seid, hallo! Auf meinem Kanal gibt es ganz viele Näh- und DIY-Anleitungen und so gibt es auch heute wieder eine Näh-Anleitung. Und ich freue mich natürlich über jeden neuen Abonnenten auf meinem Kanal. Und wenn ihr den Kanal abonniert, vergesst nicht, die kleine Glocke zu drücken. Dann gibt es nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn es hier was Neues gibt. Heute gibt es mal wieder eine Näh-Anleitung. Und nein, heute gibt es keinen Baby-Content. Es wurde sich ja vorbeschwert, dass ich es wagen konnte, 2 Wochen hintereinander Baby-Content zu spielen. Oh mein Gott, aber ich verstehe es ein bisschen, weil Baby-Content auf YouTube ja gerade doch sehr groß ist und das war auch gar nicht so beabsichtigt. Aber gut, wir sind wieder zurück bei normalem Näh-Content. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Näh-Mülleimer nähen könnt. Und das Ganze sind quasi 2 kleine Utensilos, die ihr mit Magneten vorne an eurer Tischkante befestigen könnt. Das Coole daran ist, in den kleinen Utensilo könnt ihr dann einfach so Wonder-Clips und so weiter verstauen und runterschieben. Und wenn ihr Stoffreste habt oder vor allem Garnreste, zieht ihr die einfach vom Tisch in diesen Nähmülleimer rein und dann habt ihr die da verstaut und könnt das Ganze dann einfach wieder abziehen und sauber machen. Diese Anleitung ist an sich super einfach nachzunähen. Es war gar nicht so leicht für mich, das Ganze herzustellen und das zu machen. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr vielleicht in den Stories gesehen. Dieses ganze Magnetthema ist ein bisschen größer, als ich dachte. Und zwar dachte ich eigentlich erst, ich bestelle mir einfach Magnetband, welches was selbstklebend ist. Klebe eine Seite davon an den Tisch und die andere nähe ich einfach ein und dann hält das schon an sich. Und dann dachte ich auch noch, das Utensilo wird so sein, dass es außen Fächer hat, dass man noch die Schere und den Rollschneider und den Stift und so weiter damit reinpacken kann. Super praktisch. No way. Also es ging schon mal damit los, dass dieses Magnetband, was ich gekauft habe, erstmal schon mal so stark war, dass es nicht mal sich selber an einer Metallwand halten konnte. Dazu kam, dass es nicht an sich selber haftet, weil in diesem Magnetband die Polung unterschiedlich ist und das dafür irgendwie sorgt, dass es nicht an sich selber hält. Und es gibt A- und B-Komponenten Magnetband, das an sich selber hält. Ich habe aber auch in den Beschreibungen bei Amazon zumindest gesehen, dass auch das nicht besonders gut, nicht besonders kräftig ist. Dann habe ich gesehen, es gibt magnethaftendes Band. Das ist also Band, was selber nicht magnetisch ist, wo aber Magnete dran haften. Da dachte ich, aha, vielleicht können wir ja das nehmen und dann einfach mit Starkmagneten da rangehen, die wir dann einnähen. So, Starkmagneten gibt es meistens aber nur so ins Mini-Würfel, die dann so 0,5 Seitenkante haben oder kleiner. Auch irgendwie blöd. Und ich war dann auf der Suche nach Magneten, die ich in die Utensilos einnähen kann. Und da habe ich dann solche Magnetplättchen gefunden, die 2x2 cm groß sind. Ich habe relativ lange danach gesucht, so eine großen zu finden, weil die meisten wirklich nur 1x1 cm oder 1x4 cm sind. Wenn ihr größere findet, noch besser, dann hält das Ganze nämlich noch besser, weil es hält schon, es hält Wonderclips und Stoffreste ohne Probleme. Aber gerade wenn ihr rankommt im Sinne von es mitzieht, geht es natürlich ab. Und wenn ihr da eine Schere reinpackt, segelt das Ding sofort runter. Also es hält nicht super viel Last. Für Stoffreste und Wonderclips reicht es auf jeden Fall allemal. Und dafür trägt es auch genug. Aber das, was ich ursprünglich geplant hatte, ist auf jeden Fall nicht drin mit diesen Magneten. Ich packe euch die Links von meinem Band, was ich benutzt habe, und von den Magneten unten in die Infobox. Das habe ich also jetzt getestet und es funktioniert für mich gut. So, genug geschwafelt. Es gibt ein kostenloses Schnittmuster für die Utensilos. Das findet ihr auf meinem Blog. Der Link dazu ist jetzt in der Infokarte und aber natürlich auch permanent in der Infobox. Und da könnt ihr euch dann das Schnittmuster für die beiden Taschen runterladen. Dann legen wir mal los mit der Anleitung. Was ihr zum Nähen braucht: das Schnittmuster, 2 Außenstoffe und 2 Innenstoffe aus dünner Baumwolle. Ich nehme für beide Taschen übrigens den gleichen Innenstoff. Dann braucht ihr eine feste Einlage. Ich nehme hier die S320. Magnethaftendes Band. 6 starke, 2x2 cm große Magnetscheiben. Passendes Nähgarn. Nähzubehör und eure Nähmaschine. Außerdem braucht ihr einen Kreidemarker. Ladet euch zuerst das Schnittmuster herunter und druckt es auf 100% aus. Schneidet das große und das kleine Teil jeweils 2-mal aus dem jeweiligen Außenstoff, dem jeweiligen Innenstoff und der Einlage zu. Bügelt dann die Einlagenteile auf die linken Seiten der Innenstoffe. Legt jetzt für beide Taschen jeweils die beiden Außenstoffe rechts auf rechts aufeinander und auch die beiden Innenstoffe. Steckt alles fest.
Näht dann jeweils die linke und rechte Seite und auch die untere Kante zusammen. Schnappt euch dann noch einmal die Schnittmusterteile und übertragt euch die Markierung auf jeweils eine Seite der beiden Taschen. Bügelt jetzt die Nahtzugaben auseinander. Das geht mit einem Ärmelbügeleisen besonders gut. Jetzt klappt ihr die Ecken unten so aufeinander, dass die Nähte genau aufeinandertreffen und eine gerade Kante entsteht. Steckt diese und näht alle Ecken so ab. Dreht jetzt jeweils die Außentasche auf rechts und steckt sie in das passende Futterteil. Die Nähte treffen dabei genau aufeinander. Näht nun einmal rundherum von Markierung bis Markierung. Ihr näht die lange Rundung und die Markierung begrenzt eure Wendeöffnung. Wendet dann die beiden Taschen. Faltet jetzt den oberen Rand nach, sodass eine gerade Kante auf der Naht entsteht. Bügelt den Rand der beiden Taschen in Form. Jetzt nehmen wir die Magnete ein. Zieht jetzt die eckige Form der Täschchen etwas nach. Schnappt euch ein kleines Lineal und zeichnet mit einem Kreidemarker an der Seite mit der Wendeöffnung eine Linie, die 3 cm vom Rand entfernt ist. Beim großen Täschchen ist sie 16 cm lang und ihr zieht links und rechts geraden zum Rand hoch, sodass ein kleines Rechteck entsteht. Das macht ihr auch bei dem kleinen Täschchen. Ebenfalls erst die Ecken nachfalten, dann eine gerade ziehen, die 3 cm vom oberen Rand mit der Wendeöffnung entfernt ist. Und die Strecke ist hier insgesamt 8 cm lang und ihr zieht hier die Begrenzungen. Hier stirbt ihr jetzt die Markierung ab. Setzt euch jetzt noch einmal senkrecht Markierungen alle 4 cm und steppt diese auch ab. Setzt die Magnete in die Fächer ein. Ich habe solche zum Kleben und deswegen klebe ich sie auch gleich an. Was sehr wichtig ist, damit die kleine Tasche innen auch hält, ist die Richtung der Magnete. Setzt also alle Magnete in der großen Tasche in die gleiche Richtung ein. Zum Beispiel mit der Klebeseite Richtung Innenfutter. Steckt sie dabei auch recht tief in die Fächer. Steckt dann auch 2 Magnete in die kleine Tasche, sie müssen jetzt andersherum. Testet aber lieber nochmal an der großen Tasche, ob sie auch von innen an den Magneten haften. Entfernt dann die Schneiderkreide. Jetzt muss nur noch die Wendeöffnung geschlossen werden. Und weil wir mehrere starke Magnete haben und unsere Stichplatte aus Metall ist und weil wir auch mit der Nadel nicht auf die Magnete treffen wollen, empfehle ich euch, das mit der Hand zu machen. Schneidet euch dann von dem magnethaftenden Band 16 cm zu und klebt es an die gewünschte Stelle am Tisch fest. Ich hoffe, dass die Anleitung euch gefallen hat. Ich finde es auf jeden Fall super praktisch und ich habe mir beim Nähen des Mülleimers schon die ganze Zeit gedacht, ach, es wäre so praktisch, wenn ich ihn jetzt schon hätte, weil dann könnte ich die Stoffreste da jetzt schon reinschieben. Ich habe ihn sehr weit außen an meinem Tisch angebracht, dass er mich nicht stört und dass ich da nicht rankomme, weil er ja dann auch relativ schnell abfallen könnte, weil es ja nur Magnete sind. Ich hatte übrigens auch drüber nachgedacht, das Ganze mit Klett zu befestigen. Das ist natürlich auch eine Variante, die ein bisschen besser hält. Ich habe nur bei Klett
die Angst, gerade weil wir ja hier viel mit Fadenresten und so weiter zu tun haben, dass das ziemlich schnell verfusselt und nicht schön aussieht. Plus, wenn das irgendwie in einem Bereich ist, wo ihr vielleicht doch mit dem Shirt öfter dran seid und das Utensilo nicht dran habt, dass ihr euch dann das Shirt aufraut an der Stelle. Es gibt ja auch irgendwie so ein Superklett, was gar nicht so klettmäßig ist, sondern so ein Sportlerklett. Wisst ihr, was ich meine, was in so Sportkleidung manchmal drin ist, was gar nicht so richtig Haken hat, sondern aber irgendwie trotzdem aneinander hält? Sowas könnte ich mir vielleicht auch gut vorstellen. Ja, ich habe mich jetzt für die Magnetvariante entschieden und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wenn ihr andere Varianten davon probiert habt oder andere Ideen habt, wie man das Ganze befestigen kann. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich freue mich dann auf nächste Woche, da sehen wir uns wieder. Immer dienstags gibt es ja ein neues Video um 12 Uhr und manchmal auch samstags. Ich habe schon 2 Samstag-Videos gedreht. Muss nur dazu kommen, sie zu schneiden. Also irgendwann demnächst wird es wieder Samstags-Videos geben, dass ihr euch darauf einstellen könnt. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Genießt den Sommer, wenn bei euch gerade Sommer ist. Es ist ja super unterschiedlich, gerade bei einigen regnet es, bei anderen ist schön. Hier ist schön. Bis dahin, tschüss.